Hey Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Channel. Hier spricht eure Eerie und wir let's playen ein neues Adventure, und zwar The Second Guest. Ohne lange Umschweife, ich habe die CD hier liegen gehabt. Ich habe das vor langer Zeit mal gespielt und deswegen möchte ich es euch jetzt zeigen. Ich weiß, es war sehr schwer. Ich weiß aber auch, dass es sehr gut war. Also, ohne langes Erklären würde ich sagen, wir legen los. Ein neues Spiel. The Second Guest. Los geht's, Freunde. Mr. Jack Ice, Tobias Street 17, London. Sehr geehrter Mr. Ice, mein Name ist Dr. Frederick Pendergast und ich bin meines Zeichens der Familienanwalt der Evertons auf Everton Island in Cornwall. Es ist meine traurige Aufgabe, Ihnen mitzuteilen, dass seine Lordschaft Sir Charles August Everton am vergangenen Mittwochnachmittag unerwartet verstorben ist. Als Nachlassverwalter seiner Lordschaft ist mir bei der Durchsicht seiner Unterlagen ein Brief in die Hände gefallen, der im Falle des Ablebens seiner Lordschaft direkt an Sie weitergegeben werden soll. Des Weiteren muss ich Sie darüber in Kenntnis setzen, dass seine Lordschaft Sie in seinem Testament großzügig bedacht hat. Diese Umstände machen es notwendig, dass Sie sich am 13. dieses Monats auf Everton Island einfinden, um an der von mir zu vollstreckenden Testamentseröffnung teilzunehmen. Von Paddington aus fährt vormittags ein Zug, der Sie binnen weniger Stunden nach Cornwall bringt. Im Hafen von Land's End werden Sie von einem Schiffer namens Blyton in Empfang genommen, der Sie mit seinem Boot zur Insel übersetzen wird. Ich freue mich schon darauf, Sie persönlich kennenzulernen und verbleibe bis dahin in freudiger Erwartung. Hochachtungsvoll, Frederick Pendergast. So, Freunde. Meer. Trockenleine. Fische. Ah, okay. Reden, gucken, begrabbeln. Ich würde mal sagen, wir gucken. Ein paar vergammelte Fische. Okay. Hätte ich die mitnehmen sollen? Ich glaube nicht. Trotz des schlechten Wetters kann man von hier aus noch das Festland sehen. Okay. Leider habe ich diese Fähigkeit nicht. Die Fähigkeit, mit dem Meer zu reden? Okay. Ruderboot? Wieso läuft der dahinter, um das Meer zu sehen? Das Boot sieht nicht gerade sehr vertrauenerweckend aus. Nicht wirklich, nee. Ist da was drin vielleicht? Das kann ich nicht nehmen. Warum nicht? Kannst du mal reingucken. Das Boot sieht nicht gerade so vertrauenerweckend aus. Das hatten wir schon. Und ich glaube, mit dem Boot reden bringt nicht viel. Dann versuchen wir doch mal, das Meer zu nehmen. Daneben. Okay, dann versuchen wir, einen Fisch zu nehmen. Ist sinnvoller. Die werde ich bestimmt nicht nehmen. Hast du mal daran gerochen? Ja, nein. Gib ich zu. Lagerfeuer. Irgendwie ohne Holz. Ah, wobei, da drin schimmert ein bisschen was dunkler. Das müssen die Kohlen sein. Soll ich mir die Finger verbrennen? Ein einfaches Lagerfeuer. Okay. Dann würde ich sagen, reden wir mal mit diesem super sympathischen Bootsmann. Oder wir nehmen ihn mit. Komm mal. Du machst mir Angst. Weißt du das? Freude, der Typ ist so gut. Bei der Gelegenheit möchte ich euch auch nochmal auf diesen wahnsinnig genialen Soundtrack hinweisen. Ich weiß, das mache ich immer, aber wirklich, Leute, der war bei der CD, also bei der Spiel-CD, war der Soundtrack dabei. Ich höre das Ding rauf und runter. Zum Lesen oder so ist das so super. Also, Entschuldigung, ich gerate wieder ins Schwärmen. Das tut mir leid. Wir reden jetzt mit dem Bootsmann. Sir. Sir. Guten Abend, Sir. Sir. Guten Abend, Sir. Sir. Was treibt denn jemanden wie Sie bei so einem Sauwetter auf dieses gottverlassene Island?
Ich bin hier auf Einladung von Mr. Pendergast. Oh, dem alten Pendergast verdanken Sie die nassen Klamotten also. Gehen Sie hinter die Hütte, einfach dem Pfad drauf. Oben halten Sie sich dann links. Nach einer Viertelstunde sind Sie dann beim Schloss. Wow. Danke, Sir. Keine Ursache. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht den Hals brechen. Bei so einem Wetter ist der Weg oben auf den Klippen nicht gerade ungefährlich, Sir. Ich sage gerne, Sir. Was können Sie mir über diese Insel erzählen, Sir? Nun, Sir. Sir? Der Felsen hier war früher mal eine Gefängnisinsel. Unten, im alten Steinbruch, die im Teufelsloch, haben sie die Gefangenen schuften lassen, bis sie tot umfielen. Arme Schweine, das sage ich Ihnen. Okay. Wieso nennt man den Steinbruch das Teufelsloch? Wegen des alten Minenschachts, Sir. Da haben sie die, wo es nicht geschafft haben, einfach reingeworfen. Bei so einem Wetter wie heute kann man die Toten da unten in ihrem Loch heulen hören. Oh. Heiligsblechle, ich überlege gerade, vielleicht könnte das Second Guest auch ein Horror-Let's Play werden. Anstatt eines Adventure-Let's Plays. Was können Sie mir sonst noch über diese Insel erzählen? Nun, Sir, da wäre noch der alte Pestfriedhof oben beim Leuchtturm auf der Ostseite. Da soll's angeblich spuken, Sir. Eindeutig Horror-Let's Play. Natürlich nicht. Was ist ein Pestfriedhof? Da haben sie früher die Pesttoten zuhauf verscharrt. Wurden alle mit Kähnen vom Festland hier rübergebracht. Müssen Hunderte gewesen sein. Sie müssen wissen, Sir, zu der Zeit war die Insel unbewohnt. Und für die da drüben in Land's End war es so einfach am sichersten. Sie wissen schon, Ansteckungsgefahr und so. An die Insel der Toten, Freunde. Was ist eigentlich Ihre Aufgabe hier? Rumstehen. Blöde Fragen beantworten, Sir. Ernsthaft, was tun Sie hier eigentlich genau? Ich kümmere mich um die Leute, wenn sie hier ankommen. Außerdem muss ich dafür sorgen, dass Lieferungen fürs Schloss auch dahin kommen. Okay. Ich komme später wieder. Immer gern, Sir. Wow, Freunde. Einmal kurz speichern. Wir haben das Intro überlebt. Speichern. Na? Hallo? Das Menü ist ein bisschen langsam, aber wir werden es überleben, glaube ich. Ich könnte es auch rausschneiden, aber wieso sollte ich? Immerhin spielen wir hier und schauen keinen Film. Fenster! Scheint die Wohnstube zu sein. Ich sehe einen Tisch mit Stuhl, ein Bett. Stuhl. Vielleicht wohnt da der Mettigel. Öffne. Finger da weg! Ui! Solange der Bootsmann da steht, komme ich nicht hinein. Alles klar. Angelrute, können wir die nehmen? Ich glaube, wir haben sie genommen. Wo ist unser Menü? 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 Hallo? Das war die Karte. Okay. Daneben haben wir eine Tasche, die kann man nicht benutzen, und ein Buch. Zurück. Was war denn das? Zurück. Bling. Okay. Auf Leertaste sehen wir, was wir alles angrabbeln können. Aber wo ist mein Menü, Freunde? Rechtsklick? Nö. Linksklick? Nö. Enter? Nö. B-A-S-D? Da guckt er nur komisch. Hallo? Inventar? Bitte? Ich will doch nur... Nee, nicht laufen. Tja. Fenster. Noch ein Fenster. Tja, liebe Freunde. Ich kann dort nichts sehen. In dem Raum dahinter brennt kein Licht. Okay. Wir können sogar das Schilf... Nee, das ist ein Ruder. Ach, das ist ein Ruder. Ich dachte, das ist so Schilfgras. Ruder, okay. Da ist mehr Trockenleine. Die könnten wir vielleicht nehmen. Aber so, wir haben... Jetzt musst du mir nur noch sagen, wie ich das anstellen soll. Ja. Dann nimm doch mal die Trockenleine und ich suche weiter das Inventar. Hallo, Inventar. Die Tasche ist das Inventar. Ui, Taschenmesser? Streichhölzer? Sicher, in meiner Tasche ist bestimmt noch Platz. Ja, ist Platz, du Doofi. Nimm doch mal. Das da. Damit.
So funktioniert das leider nicht. Ja, wie? Angelrute mit Meer vielleicht? Jetzt musst du wieder dahinter laufen, um das Meer anzugucken. Geht das auch schneller? Ich glaube nicht. Das ist nicht möglich. Mein lieber Jack, du kennst mich nicht. Und wenn dich dieser Brief erreicht, werden wir auch leider nicht mehr Gelegenheit haben, uns persönlich kennenzulernen. Es würde den Rahmen dieses Briefes sprengen, dir jetzt alle Einzelheiten zu erklären. Aber wenn die Zeit gekommen ist, werden alle deine Fragen beantwortet werden. Vorerst musst du nur so viel wissen, dass es in meinem Besitz etwas gibt, das den Lauf der Menschheitsgeschichte verändern kann. Dieser Gegenstand ist das Ergebnis jahrelanger Forschungsarbeit, die ich und dein Vater gemeinsam angestellt haben. Dein Vater war mir immer ein treuer Freund und der einzige Mensch, auf den ich mich verlassen konnte. Jack, ich habe besagten Gegenstand sehr gut versteckt, um zu verhindern, dass er in falsche Hände gerät. Um ihn zu finden, musst du eine Reihe Rätsel lösen, die dir Hinweise auf sein Versteck geben werden. Achte bei deiner Suche immer darauf, niemandem zu vertrauen. Ganz schön leise, der Herr Briefvorleser. Okay, wo sind wir denn jetzt? Brunnen. Ihr wisst ja, ich muss immer alles angrabbeln. Anstatt einfach durch die Tür. Ein alter Brunnen. Hier wurde früher wohl das Wasser geschöpft. Anstatt einfach hier durch die Eingangstür zu gehen, muss ich jetzt hier erstmal alles angrabbeln. Holztor. Verschlossen. Okay. Ah, schaut mal, jetzt denkt er, oder? Jetzt hat seine Stimme so einen Hall. Jetzt denkt er sich die Sachen nur und redet nicht wirklich. Das ist gut gemacht. Verschlossen. Das ist echt gut gemacht mit dem Hall in der Stimme. Stallungen, Gebäude. Wieso wusste ich, dass du das versuchen würdest? Weiß ich nicht. Kennt mich schon der Herr. Scheinbar heißt er Jack. Das waren früher wohl mal die Pferdeställe. Mhm. Scheint eines der Nebengebäude zu sein. Okay. Auch zu, oder? Haben wir das schon versucht? Ich bin heute verwirrt. Ich weiß es nicht. Verschlossen. Was ist hier? Jutesack. Also den müssen wir aber nehmen können. Ui. Jutesack. Mal reingucken. Den Jutesack habe ich im Schlosshof gefunden. Okay. Hinterhof. Wollen wir eigentlich jetzt nicht. Gehen wir mal ins Schloss. Was ist denn mit der Treppe? Jetzt können wir die Treppe angucken. Die Stufen führen zum Eingangsportal hinauf. Ach, wobei, er bewegt den Mund. Schaut mal. Ich mach nochmal. Doch nicht gedacht. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Hä? Jetzt klang es aber anders, ne? Die Stufen führen zum Eingangsportal hinauf. Also das ist eindeutig gedacht und das ist normales Reden. Das kann ich nicht nehmen. Also das ist gut gemacht, aber komisch, dass er den Mund bewegt, wenn er denkt. Ach, was soll's, mach ich auch immer. Klingeling. Hallo? Oha. Sir? Sir? Guten Abend. Guten Abend, Sir. Sie wünschen... Wieso hat der auch Echo? Ich bin verwirrt. Ice. Ah, der heißt so. Ice. Jack Ice ist mein Name. Sind Sie der Butler des Hauses? Das ist richtig, Sir. Wilkins. Wilkins ist mein Name, Sir. Mhm. Ich wurde für heute Abend von Mr. Pendergast hier ins Schloss gebeten. Es tut mir leid, aber leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Mr. Pendergast... heute am frühen Nachmittag verstorben ist. Bitte was? Was? Der Notar ist tot. Mr. Pendergast ist tot? Wie? Woran ist er denn so plötzlich gestorben? Es tut mir leid, Sir. Aber darüber kann ich Ihnen leider keine Auskunft erteilen. Vielleicht sollten Sie sich besser mit Inspektor Snippet darüber unterhalten, Sir. Snippet? Inspektor Snippet? Wer ist das? Und wo finde ich ihn?
Treten Sie bitte ein, Sir. Ich werde dem Inspektor darüber informieren, dass Sie hier sind. Wie, der ist tot? Folgen Sie mir bitte zum Salon, Sir. Tot? Mausetot? Gibt's ja nicht. Oh. Inspektor? Hier ist soeben ein Mr. Ice für den verstorbenen Mr. Pendergast eingetroffen. Schicken Sie ihn doch bitte zu mir herein. Sehr wohl, Sir. Mhm. Bitte treten Sie ein, Mr. Ice. Sie sind also Mr. Ice, wenn ich recht informiert bin. Notizbüchlein und die unvermeidbare Lupe in der Tasche. Mr. Snippet, Freunde. Das ist richtig, Sir. Es tut mir leid, dass wir uns unter diesen Umständen kennenlernen müssen, Mr. Ice. Wie dem auch sei, sicherlich haben Sie bereits von den Geschehnissen hier gehört. Ich weiß zwar nicht genau, was passiert ist, Sir, aber soweit ich weiß, wurde Dr. Pendergast getötet. Das stimmt. Deshalb werden Sie bestimmt auch Verständnis dafür haben, wenn ich Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen muss. Puh. Aber natürlich, Herr Inspektor. Also gut. Meine erste Frage wäre, woher kannten Sie den verstorbenen Lord Everton? Eigentlich kannte ich den Lord gar nicht, Sir. Bevor ich den Brief von Mr. Pendergast erhielt, hatte ich noch nie zuvor von ihm gehört. Tatsächlich? Was für ein Brief war das? In dem Brief informierte mich Dr. Pendergast, dass Lord Everton mich in seinem Testament bedacht hätte und ich heute Abend hier wegen der Testamentseröffnung erscheinen müsse. Finden Sie das nicht, wie soll ich sagen, auch ein wenig seltsam, Mr. Ice? Mehr als das, Sir. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von der ganzen Sache zu halten habe. Nun, Mr. Ice, ich habe das Testament im Zuge meiner Ermittlung vor etwa einer halben Stunde gelesen. Lord Everton hat Sie in diesem Testament nicht nur bedacht, sondern Ihnen seinen gesamten Besitz hinterlassen. Wussten Sie das? Bitte, wie? Ui. Das kann nicht sein. Dabei muss es sich um ein Missverständnis handeln, Herr Inspektor. Keinesfalls, Mr. Ice. Hier steht es schwarz auf weiß. Ich habe bereits einen anderen Anwalt vom Festland angefordert, der die Echtheit des Testaments bestätigen soll. Mr. Wellington, so heißt der Anwalt, wird in wenigen Stunden hier eintreffen. Er sollte auf jeden Fall wissen, ob das Testament echt ist. Er und Dr. Pendergast führten die Anwaltskanzlei Pendergast schließlich gemeinsam. Wow. Dann hoffe ich mal, dass wir die Angelegenheit schnellstmöglich aufklären können. Das hoffe ich auch, Mr. Ice. Würden Sie mich nun bitte entschuldigen? Ich muss noch einen Teil der Beweise sichern. Mr. Ice. Danke, Sir. Wow. Willkommen zu Hause, würde ich sagen. Das ist also jetzt unser Butler. Erstmal angucken. Der staubt die Blume ab. Wieso tut er das? Das wird wohl der Butler sein. Wenn du mich fragst, macht er einen ziemlich finsteren Eindruck. Also, Mr. Jack Ice duzt uns. Kann er gerne machen. Ist aber selten, dass die Protagonisten mit dem Spieler sprechen. Finde ich aber nicht schlecht. Muss ich sagen. Finde ich echt gut. Was? Dr. Ward? Egal, machen wir erstmal das Erste. Wer hat den Mord an Mr. Pendergast entdeckt? Elizabeth, die Haushälterin, fand ihn, als sie in der Bibliothek Staub wischen wollte. Okay, er ist also in der Bibliothek gestorben. Ist bestimmt schon mal wichtig zu wissen. Und wie spät haben Sie ihn zum letzten Mal lebend gesehen? Das war gegen 15 Uhr, Sir. Ich hatte ihm gerade eine Tasse Tee gebracht. Okay, jetzt ist es aber 2:30. Wahrscheinlich in der Nacht. Warum hat der Butler kein Abendessen aufgetragen, Freunde? Da stimmt doch was nicht. Was machte er in der Bibliothek? Als ich ihn verließ, saß er am Schreibtisch über seinen Unterlagen. Er schien in seiner Arbeit vertieft zu sein, Sir. Wissen Sie, wie er ermordet wurde? Inspektor Snippet sprach von Gift, Sir. Angeblich soll es sich in dem Tee befunden haben. So!